Expandieren ist die Maxime mit diesem Clan. Und das machen wir auch gleich wieder. Deswegen erforsche ich neue Gebiete mit dem Speer. Und upgraden will ich auch. Zum Glück genug Lebensmittel. Was will ich denn upgraden? Zum Beispiel die Fischerhütte. Kann ich da noch einen mehr reinschicken? Und das Gebiet hat einen Wald. Sehr gut, falls ich das mal brauche. Da ist mein Speer. Ja, guck dich ruhig ein bisschen um, du machst das schon. Wenn man auf den Hotkey klickt, das klappt nie vernünftig. Au! Alter! Haben wir so einen blöden Riesen um. Der hat den am Anfang getankt und ist fast dran gestorben. Der Wolf macht 10 Schaden. Ganz schön flott, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir müssen dann zwischendurch zurück und geheilt werden. Die Riesenschweine. Ich hätte erst den Wolf weg umhauen sollen. Jetzt müssen die mal ein bisschen geheilt werden. Oh. Und das ist kaputt. Das heißt, sie können was anders machen. Ich muss mal kurz überlegen, was. Ich schicke die erstmal hier hin. Dann brauche ich noch eine Heilerhütte. Das habe ich ja auch gelevelt. Dass das was bringt. Dann heilen die Leute auch, dann kann ich schneller expandieren. Eine Win-Win-Super-Win-Situation. Nein, wir werden angegriffen. Auch jetzt gerade noch, wo meine Leute schon ein bisschen angegriffen sind. Das ist nicht so schön. Ich habe ein neues Gebiet erkundet. Ich muss gleich mal verteidigen gehen. Nee, die greifen uns an, hab ich schon gemerkt. So, noch schneller. Die Heilerhütte kann vielleicht den Zwan hochheilen, genau. Und die heilt ihn hoch. Ein bisschen Zeit habe ich noch, bevor es erobert wird. So, verhaut ihn. Ja, er sollte nicht als erstes gehen. Habe ich irgendjemanden verloren? Wohin? 17 von 18, aber so, durch uns so viel wächst das nicht. Häuser oder Maximum haben wir genug. Wir brauchen ein bisschen Kröns, tatsächlich. Eigentlich müsste ich ja trotzdem in meinem Gebiet geheilt werden, das ist gemein. Sonst wäre es ja beide geheilt, zum Glück. Ich mache ein echtes Limit. Ich muss doch dann auch mal einen Handelsposten bauen, wie es aussieht. Ich habe ein bisschen drumherum geschummelt bisher. Wir haben ein bisschen Wissen, wie machen wir es? Warum gab es doch hier auch was, dass man pro 8 Clan-Mitglieder. So, ein bisschen Kröns braucht man. Wir haben Tane, ein freies Wissen haben wir bekommen. Nice. Schiffsbau, hm. Für die Richtung Waffenschmied, das ist schon ganz praktisch. Was gibt es noch? Vermächtnis, Kaminplatte. Bevölkerungswachstum. Wir sind mal wieder hochgeheilt. Alle heilen fleißig. Der Löck braucht schon noch ein bisschen. Ein Wolf, ein Jütün. Yannick Bastian fragt, ob es nicht Sinn machen würde, Fernkämpfer zu bauen mit ihm als Tank. Da müsste ich aber eine ganze Produktionskette, also müsste ich halt Gebäude bauen, was mich kostet. Ich musste Leute abziehen, die mich kosten. Das ist halt einfach, das sind ja auch alles Kosten. Das sind alles Ressourcen, die ich verbrauche. Das ist ein bisschen das Problem dabei dann. Prinzipiell wäre mehr Militär immer gut. Oder was ist immer gut? Wäre schon auch gut.
Aber es würde mich halt auch ordentlich Ressourcen kosten, die ich im Moment nicht habe. Und Ressourcen heißt auch Leute zum Beispiel. Da ist mein Speer. Da kommt das mal noch, wenn du gerade schon in der Nähe bist. Und dann hier oben vielleicht. So, ich gehe jetzt hier mal rüber. Dann kämpfen wir hier mal. Erstmal den Wolf verhauen. Das ging nicht wesentlich schneller so. Und dann ihn. Dann hole ich mir den Wald. Und mit dem Handelsposten. Den brauche ich tatsächlich mal einfach. Warum sind die denn unzufrieden? Wir wollen mehr Hoheitsgebiet. Immer was zu meckern. Hier sind nochmal Felder, was nicht so schlecht ist. Und hier mein Eisen vorkommen. Ich warte jetzt mal kurz, bis er wieder ein bisschen hochgeheilt ist. Was haben wir da drin? 4 Wölfe. Ja, die Wölfe haben wir schnell aus den Latschen. Dann haben wir ein neues Feld. So, ich micro das mal kurz, dass die erstmal loswerden. Brauerei. Das hilft alles nichts. Das hole ich mal, weil dann sind sie wieder zufrieden, wenn ich ein neues Gebiet mit erobere. Oh, jetzt werde ich angegriffen. Mal schauen, wo. Was haben wir denn? Ein Speer. Nein, den Speer brauche ich jetzt im Moment mal nicht. Der kommt mal zurück hier. Da werde ich angegriffen. Oh oh. Kinders? Nee, da geht ihr einfach mal alle weg. Ihr prügelt euch nicht mit dem Riesen. Kleiner Tipp von mir. Wir warten jetzt hier mal ganz kurz. So, also dann macht ihr mal was Sinnvolles. Muss ein bisschen warten, leider. Nicht so gut für meine Produktion und so, aber muss meine Leute ein bisschen hochheilen. Die heilen den Lurk, das ist gut. So, jetzt habe ich mal welche übrig, die mal hier was aufbauen. Bisschen tanken. Der Swan reicht schon. Jetzt brauche ich ja gerade die Brauerei. Dann kann ich die Leute jetzt mal wieder zurückschicken. 2 Leute da rein. 1, 2, 3, da rein. So, wir haben Essen. Wir haben eigentlich alles ganz okay. Wir bräuchten ein bisschen. Ich brauche einen Handelsposten und Zufriedenheit. Das sind 2 Sachen, die ich brauche. Naja, ist unzufrieden. Ich bin auch unzufrieden. Fragt da jemand nach? Nein. Achso, bin ich jetzt. Das wäre der falsche. Erstmal brauche ich, dass die Leute ein bisschen zufriedener werden, damit es wieder wächst. Bis ich da bin, ist eh schon wieder vorbei. So, 2 Leute in der Brauerei. 4 Heiler. Das geht alles ganz gut soweit.
Lebensmittel. Ich brauche einen Handelsposten. Den kann ich hier reinbauen, weil hier ist auch eine Heilerhütte. Das ist schon um 5% erhöht. Man kriegt dann die nächsten Dorfbewohner. Warte auf die nächsten Dorfbewohner. Der baut dann den Handelsposten. Braucht ein paar Kröns. Was haben wir hier? Zwei Walküren, ein Jutyn. Zwei Wölfe, ein Jutyn. Kann ich aber nicht hin von hier aus. Ich muss ein bisschen rausfinden, was hier noch ist zum Beispiel. So, bau du doch mal den Handelsposten auf. Die Leute sind zufrieden, das heißt, ich kriege wieder neue Leute. Das ist ganz passend. Geht doch eigentlich alles. Ich habe gute Ressourcen, ich brauche mehr Kröns, aber wir kriegen jetzt solche Handelsposten. Kann mich ja wieder ein bisschen prügeln gehen. Das eigentlich würde ich nicht immer machen, wenn die alle voll geheilt sind. Aber wenn sie nichts zu heilen haben, bringt das ja alles nichts. Da produzieren sie zwar Wissen, ist auch nicht so schlecht. Aber ich könnte es ja trotzdem nutzen, immer wenn die gerade nichts zu tun haben. Hier könnte ich Eisen, könnte ich sie upgraden, das ist auch nicht so verkehrt. Braucht immer mehr Leute. Das ist der Wahnsinn. Hau die Walküre kaputt. Da sind zwei Jötchens drin. Bist du irre? So, gehe ich erstmal wieder. Was? Warum kommt der rüber? Wen greift der an? Greift den Zwan an. Was habe ich jetzt hier? Der Handelsposten. Da kommen halt schon zwei Leute rein. Und dann Handelsroute aufbauen, wir verkaufen an Skrimir weiß ich nicht, irgendwas. Ach, der Skrimir kauft nicht mal. Er kauft nur Lebensmittel. Da checken wir ein bisschen Lebensmittel an denen. Haben wir einigermaßen. Die werden hochgeheilt. Der Meister der Lehren. Brauche ich den woanders? Ich überlege, ob ich irgendwas anderes noch brauche. Der Meister der Lehren, den brauche ich mal woanders jetzt. Tut mir leid. Du wirst jetzt erstmal wieder zum Dorfbewohner. Und dann bauen wir nämlich hier ein Bergwerk. Und die Jagdhöhle kann ich aufwerten. Oder die Brauerei. Ich glaube, ich muss eher die Brauerei aufwerten. Und da einen mehr reinschicken. Du baust mir eben das hier mit auf. Da brauche ich aber auch wieder Leute. Ich brauche für alles Leute. Ich habe zu wenig Leute. Habe ich das schon erobert? Das habe ich noch nicht erobert. Dann prügele ich mich noch mit. Da müsste noch eine Walküre drin sein. Ja, wo ist die denn? Da, erstmal die Walküre wegkloppen. Die hält nämlich nicht so viel aus. Es ist so blöd, die zu steuern, tatsächlich. Greif die Walküre an! Ist alles nicht so schwer. Okay, jetzt habe ich hier noch einen übrig. So, du bist mit in die Brauerei, Dude. Ich kann was Neues erforschen. Bei nicht aufgewerteten. Handarbeit. Ja, mehr Leute, die ich schon früher machen sollen, dann doch jetzt mal. Oh oh. Oh oh, fuck! Nein! Tatsächlich, nein! Nein! Jetzt habe ich so viel gebaut! Habe ich nicht aufgepasst? Ich dachte, die schaffen das halt. Das ist doch. Oh nein! Oh nein! Das ist so. Nein! So viel Arbeitszeit! Muss ich mal laden. Habe ich irgendwann gespeichert? Habe ich irgendwann gespeichert? In der letzten, weiß nicht, wie lange mache ich die Mission? Eine halbe Stunde vor mich hingeeiert?
muss dann gucken. Geht weg. Klicke, klick. Muss ich ganz fest. Nein! Bloß habe ich nicht aufgepasst, aber ich jetzt beschäftigt war mit diesem Upgrade. Das kann doch nicht wahr sein, dass er es nicht geschafft hat. Kinners! Das war jetzt unnötig. Vor allem muss es mega knapp gewesen sein. Ich werd blöde. Wird man gespeichert? Swarm. Autosave. Puff. Ah, es geht so, vertraut. Immerhin. Gucken wir mal kurz an, an welcher Stelle das war. Nicht nochmal alles von vorne. Oh Mann. Okay. Ja. Es war irgendeine Stelle. Irgendwas war es. Keine Ahnung. Oh Mann. Herrlich. Herrlich. So, ich kann noch was upgraden. Hier, Rekrutierung. Und Waffenschmied. So. Ein bisschen mehr raufhauen. Was ist jetzt hier noch? Ein Wolf und ein Jutun. Herrlich. Wir werden angegriffen. Wo denn? Von irgendwelchen Draugern. Tank ihn mal nicht, du bist nicht so gut drin. Gut, wir werden noch ein bisschen geheilt. Was haben wir denn jetzt hier? Die Steine hier sind schon abgebaut. Hier haben wir Leute. Hier haben wir Eisen. Okay, kriegen wir schon alles hin. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Ich hab einen Speer. Was spät denn der? Ja, späh du mal. Ich möchte mal wissen, was hier ist als nächstes. Und ihr haut euch mal hier erst mit dem Wolf. Komm du mal hier hin und späh mal hier. Wenn die Hotkeys mal besser funktionieren würden, wäre es alles ein bisschen einfacher. Und eine Brauerei habe ich gemacht. Dann baue ich hier mal eine Brauerei. Weil ich brauche mehr Bevölkerungswachstum. Zufriedenheit. Krönen brauche ich. Handelsposten brauche ich auch. Dann fangen wir mit dem Handelsposten an. Kriegen wir jetzt schon alles hin. Vielleicht machen wir es noch ein bisschen effizienter als vorhin sogar. Der Speer spät, die Holzfäller holzen, die Bauern bauern, die Jäger jägern und die Fischer fischen. Ein bisschen Zufriedenheit für mehr Bevölkerungswachstum. Ja, zum Glück gab es einen Autosave, allerdings. Ja. Allerdings. Handelsposten. Tauschhandel kann ich mal ein bisschen mehr Kröns bekommen. Alter, der König habe ich noch nie gebaut. Was ist denn das? Krasses. 50 Ruhm. Oh, das ist eigentlich ganz schön geil. Ganze. So. Gleich rein mit dir in den Handelsposten. Handelsroute aufbauen. Oh, das habe ich noch nicht gelernt. Tauschhandel, sehr witzig. So, den Swan mal kurz abziehen, dass er nicht ein Riesentank. Vielleicht nicht die beste Idee aller Zeiten. Brauerei brauche ich noch. Ich brauche irgendwie ganz viel, habe ich das Gefühl. Ich brauche und brauche und brauche. Hier haben wir eine, dann baue ich hier noch eine Brauerei.
Ein Jäger, wie will ich ihn abziehen? Ich lasse ihn noch einmal zu Ende spähen. Und Lebensmittel habe ich eigentlich echt gut. Das heißt, du gehst hier mal rüber und baust hier mal eine Brauerei auf. Es muss auch gesoffen werden. Oh, nicht genug. Ah, deswegen. Da war das Problem. Dann wollen wir ein bisschen mehr wissen. Ich hab zu wenig Leute einfach. Das ist unfassbar. Ich habe zu wenig Leute. Hier ist noch so ein Stein. Unser Speer kommt jetzt auch mal zurück. Und jagt. Den Marktplatz könnte ich aufwerten für mehr Moneten. Prozent. Was ist das, wenn ich das aufwerte? Das ist immer 20%. Mal gucken, ob es auch Unterschiede gibt, ne? Bald kann ich wenigstens dann auch das erforschen. Wir werden angegriffen. Wo? Ah, nur von Wölfen. Wo? Oh, kommt der rüber? Kommt der rüber? Ich brauche 50 Kronen, Kröns. Brauche ich für die Brauerei. Dann sind sie halt unzufrieden. Wir sind unzufrieden, sagt er da auch. Wen ziehe ich denn ab? Vielleicht den Meister der Lehren. Das ist mal wie wir zum nahen Jödel. Solange hier nichts zu tun ist und die Heilenden nicht doof rumstehen, verhaut ihr mal Wölfe. Irgendwas wollte ich noch machen jetzt mit dem. Achso. Jetzt kurz gucken, dass der zwar nicht zu viel verhauen wird, geht aber ganz gut noch. Jetzt hin und her springt. Das läuft doch ganz gut. Hör auf, die mein Lebensmittel. Kröns kriegen wir jetzt ordentlich rein. Achso, und keiner baut die Brauerei auf. Das ist nicht Sinn der Sache, Kinders. Alter der Könige, das wäre schon mal. Ich will mal ein Alter der Könige bauen. 300 Holz, 300 Kröns. 300 Holz ist machbar. 300 Kröns. Schon eher schwierig. Ich brauche dringend zufriedenere Leute. Warum sind sie unzufrieden? Einfach nur so. Weil sie mehr erwarten. Ihr seid gut drauf. Wir wollen mehr. Warum? Einfach nur so. Ja, vielen Dank. Da würde ich jetzt als nächstes... Na, mal gucken. Machen wir erstmal ein paar Sachen fertig. Vielleicht baue ich noch eine Brauerei. Der geht auch gleich in die Brauerei. Und Steine brauche ich. Steine habe ich, glaube ich, echt nur da gehabt. Muss ich ein bisschen warten, tatsächlich. Kostet es auch Steine, der Alter? Natürlich kostet er auch Steine. Wo soll ich denn Steine herbekommen? Wenn ich das mal wüsste. Eisen vorkommen. Eisen ist auch gut. Eisen ist aber kein Stein. Minus 10 Lebensmittel. Wo habe ich die ganzen Steine rausgehauen? Ich habe den Handelsposten geupgradet. Da kommt er. Ja, da gehst du mal ein bisschen zurück. Und du auch.
So. Ich muss eigentlich einen Marktplatz tatsächlich bauen, wo ich was kaufen kann. Das heißt, ich muss das hier mal upgraden, damit ich vom Marktplatz auch mehr. Und mir Steine kaufen, das hilft wohl nichts. Und wen ziehe ich ab? Oh, ich kriege eh gleich einen neuen. Warte mal auf den neuen. Dann soll ich auch mal einen der Heiler nehmen zum Beispiel. Hier haben wir noch Eisen. Hier haben wir noch mehr Lebensmittel und das. Was brauche ich denn am dringendsten? Weiß ich nicht. Das läuft ja ganz gut. Mehr Leute brauche ich. Ja, die kriegen wir ja schon. Ansonsten muss man einfach mal so Gebiete bekommen. Dass man jetzt durch den Winter noch kommen, das sollte aber machbar sein, ne? Wo merkt man schon? Verbrauche, Exporte. Den Export mal kurz einstellen. Damit wir besser durch den, auf jeden Fall durch den Winter kommen. Ich will keine Steine kaufen. Warum denn? Vielleicht dauert das eine Weile. Ja, kauft. Ja, ich will ganz gerne Steine kaufen. Das, dafür habe ich das doch gemacht, den ganzen Quark. Jetzt haben sie Hunger im Februar. Okay. Oh, gerade durch den Winter gekommen. Hallo, müsst ihr das jetzt nicht wieder... Minus 2. Was ist denn hier los? Wo haben die denn Hunger? Eins von zwei, wir müssen da nur... Dann geht einer noch jagen. Was ist denn hier los? Im März müsst ihr das doch hinhauen. Kinders, stellt euch mal nicht so an. Kann ich das natürlich auch nicht besiedeln. Dass das Essen so weggegangen ist, schon ein bisschen krass, weil ich das vercheckt habe an denen. Weil was anderes kauft der auch nicht. Holz will er nicht kaufen, die Schweinesau. Ist das zu glauben? Oh, ein Stein. Für 40. Jetzt suche ich aber nichts. Ganz schön teuer. Dann kaufe ich es jetzt. 1 für 2. Wie viel kaufe ich? Kaufe ich sonst? 1 zu 1. Ja. Aber ich will ganz gerne das hier freischaufeln. Komm mal hier rüber. Wir müssen ein bisschen Eisen abbauen, weißt du das? Wir brauchen mal ein bisschen Eisen. Oh, 2? Bist du irre? Ich habe Leute verloren. An die Wölfe. Okay, das ist aber gerade ein bisschen krass. Was ist denn hier gerade los? Ups. Ah, ich springe ganz so komisch hin und her.
Du meinst Fahren verloren bestimmt, oder? Weil ich jetzt beschäftigt war. Was ist denn gerade los? Warum ist denn gerade so super stressig? Okay, zwei, klar. Bin ich auch voll der Fan von. Kann man ja mal machen. Das habe ich mir zwar anfangen, weil ich nicht aufgepasst habe, das ist jetzt eh nichts mehr, glaube ich. Die gehen doch bestimmt gleich weiter, wenn sie das erobert haben. Wir sind erst ein bisschen zufrieden. Wir haben keine Häuser. Die meckern auch über alles. Wir haben keine Häuser. Na und? Wo ist Stress? Au! Rennt weg! Ich meine, es war ein Fehler, das kann ich mir eigentlich nicht erlauben. So, ich muss echt nochmal laden, das geht nicht. Kann ich mir, so blöd das gerade ist, aber ich kann nicht ohne den Swan spielen. Das ist immer nicht so lange her. Ich glaube, da habe ich den Swan noch nicht verloren, oder? Das geht halt nicht. Das ist gerade ein bisschen schwierig hier, ein bisschen tricky die Mission. Okay, den haben wir noch, alles gut. So, jetzt mal hier kurz gucken, was hier los ist. Was gehen wir jetzt am besten an? Wir brauchen Essen. Das hat der Teil, okay. Wir müssen mal Gebäude upgraden. Da ist auch keiner in der Jagdhütte. Warum ist da keiner in der Jagdhütte? Rein da. Alles ganz schön tricky. So, 3 von 3 arbeiten da. Auf dem Feld arbeitet auch nur einer von 2. Warum das denn? Was ist da denn los, Jungs? 3 Fischer, 2 Jäger, 1 Bauer. Nur. Ich habe einen verloren. 2 von 2, 3 von 3. Ein Heilkundiger. Geht jetzt mal jemand aufs Feld. Wahrscheinlich durch Angriffe Leute verloren und es nicht bemerkt. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen was hinkriegen hier. Haben wir einen Heilkundigen? Wunschstein? Nein. Wir haben hier einen, der gerade nichts Spezielles macht. Der kann... Da haben wir Eisen, da haben wir Wissen. Die sind einigermaßen zufrieden. Das Essen ist knapp. So, was können wir jetzt denn hier in der Richtung vielleicht machen? Baukosten in die Richtung ist gar nicht schlecht. Da wird irgendwie viel. So, wir müssen jetzt mal ein paar Leute upgraden. Wir werden angegriffen von den beiden Spinnen. Da muss ich zumindest ein bisschen mit denen kämpfen. Und gucken, dass ich mich rechtzeitig zurückziehe und so. Jetzt muss ich nur noch mal was upgraden. Und zwar die 3 Fische. Und die Jäger. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich das hier ein bisschen micro. Vor allem, dass der Swan nicht so viel tankt. Nämlich nicht so gut. Kann ich irgendwo Leute hinschicken? Kommt hier mal hin. Wenn ich einen schon mal tot kriege, ist schon mal ein guter Start. Und sie schauen, dass ich nicht zu viel verliere. Das Gebiet würde ich ungern verlieren. Bau mal ein Altar der Könige, ja. Mach das mal bitte. Ich brauche die ganzen Ressourcen. Ich
lang wie möglich getankt. Das könnten wir, glaube ich, ganz knapp abwehren. Das sieht gut aus. Meine Herren, ey. Verkaufe ich eigentlich hier noch Nahrung gerade? Nein. Ich kann auch nicht sagen, den Alter der Könige, der wird jetzt mal gebaut, den brauche ich auch. Zwei auf alles. Und dann müssen wir ein bisschen gucken, irgendwo habe ich bestimmt Sachen, die ich irgendwie mal verbessern muss. Muss jemand arbeiten? Nee. Okay, der war jetzt mal gar nicht so verkehrt. Was kostet mich denn ein Verteidigungsturm? 20. Ob ich nicht hier mal einen Verteidigungsturm hinstelle? Aber vielleicht in das Gebiet, wenn ich das erobere. Zwei Valkyren, ein Jötun. Dass ich das Gebiet, weil das ist ein ziemlicher Engpass, dann habe ich hier nach oben ein bisschen was. Das machen wir irgendwie mal. So. Einen, der nichts zu tun hat. Eisen wäre nochmal ganz gut. Ich kann die Jagdhütte aufwerten, das ist aber gar nicht so verkehrt. Ich brauche mehr Lebensmittel. Ich muss auch ein neues Gebiet erobern tatsächlich mal. Die Leute nicht so unzufrieden, damit ich nicht mehr Bevölkerungswachstum habe. Erstmal die Valkyrie loswerden. Den Swan retten. Wird noch angegriffen? Nee. Komm, die Valkyrie haut ihr noch tot und dann zieht ihr euch zurück. Dann die schön hochheilen. Dann kann ich mein neues Gebiet erobern und das brauche ich tatsächlich auch. Ja, für neue Leute. Oh, ich kann einfach mein Haus bauen. Das kostet ja nicht viel. Da kann einer von denen mal kurz rüber. Weil Zufriedenheit produzieren. Wenn wir eh keine Häuser haben, bringt es auch nicht so viel. Mein Haus. Da brauche ich sonst nicht so viel. Oh, fast noch jemand verloren. Wir haben zu viele Verletzte. Das läuft jetzt ganz gut. Ich speichere mal zwischendurch. Das ist nicht gar nicht. Die Mission ist echt haarig. Ich muss noch mal was Neues erobern mit. Hier ist ein Wald. Ich auch so wenig. Okay, okay. Was war es? Der Swan? Nein, der Swan. Ach Mann. Ich habe gerade gespeichert zum Glück. Puh. Das ist immer so. Manchmal, ich finde das schwierig. Man, wenn man nur zuguckt, sieht man es so leicht, aber man guckt irgendwie auf drei Sachen. Und das ist wirklich nicht ganz so ohne. So, jetzt halt die mal hoch. Was mit denen, die sind unzufrieden. Was baue ich denn noch gerade? Irgendwo mache ich doch gerade was. Der baut ein Haus. Und der Swan wird angegriffen. Das ist nicht gut. Der Lok soll das ja tanken. Und zwei Riesen auf den Tauf hauen. Ist auch nicht so richtig witzig. Ja. Lauf mal kurz weg, Guys. Ah! Alter. Geht's noch?
Die Heiler heilen sich in Wolf. Soll ich mal ein paar Leute hier zusammenziehen? Oktober. Ein paar Schafe. Das dann zu Microns, aber auch nicht so witzig. Ja. 5 Angriffsschaden. Ja. Alter Verwalter, so, jetzt müssen die Leute wieder mal auf ihre Posten schicken. Das ist ein Bauer. Das ist ein Fischer. Ich glaube, die gehen aber jetzt wieder alleine zu ihrem Job, oder? Außer die halt völlig falsch stehen. Mann! Mach's mir doch nicht so schwer. Ja, spannend ist es, kann nichts sagen. So, die haben jetzt ein bisschen hoch. So, neue Hütte gebaut. Jetzt irgendjemand, der nichts zu tun hat. Wir haben einigermaßen okay Essen, Wald. Ich bräuchte mal vielleicht mehr Holz. Allgemein mehr Leute halt. Schau mal den Bären hier. Du kannst mit in die Brauerei. Für ein bisschen Zufriedenheit und jetzt können wir irgendwelche Sachen machen. Was machen wir denn? Mehr Sachen ist immer gut. Spielfelder mit Walzen, Sumpfsens, Fischen. Na egal, Osmose klingt ganz gut. Nein! Das lade ich jetzt nochmal. Ich hab im Moment echt solche Kleinigkeiten kann ich mir nicht erlauben. Denke ich mal so, das läuft ja schnell genug weg? Natürlich nicht. Das war jetzt gerade hier. Das wollte ich klar machen. Ah ne, Lebensmittel. Machen wir das hier mal klar. Die Trauge, verhau die Trauge. Irgendwo habe ich noch einen irgendwo hingeschickt. Den habe ich hier in die Brauerei geschickt, genau. Wir haben zu viele Verletzte. Das kriegen wir schon alles hin. Die beiden haben Priorität. Neuer Wissensstand, das hatte ich jetzt. Nicht aufgewertete Gebäude verbessern. Bei 0. Wenn wir ein bisschen weniger Verletzte haben, dann wird auch das besser. So, jetzt haben wir bald nicht mehr zu viele Verletzte, oder? Der wird geheilt. Und ihr heilt mal den Bauern, dass ich den Malus loswerde. Dann kriege ich neue Leute. Der Mann streamt immer noch, sagt der Simon. Stimmt. Stimmt, sehr schön. Ich habe schon voll überzogen. Also die Mission ist so spannend. Die Mission ist super spannend. Aber auch knifflig. Naja, also ich werde jetzt mal gucken, dass ich ein bisschen mehr Leute bekomme. Lebensmittel brauche ich noch ein bisschen. Und dann auch wieder Holz. Also die beiden Gebiete einfach noch. Ich weiß nicht, wo ich jetzt Leute bekommen soll. Dann mach mal weiter. Und.
Das ist ja voll fies. Die Mission ist schwierig, aber die packen wir. Da habe ich jetzt einen Ehrgeiz.